Moin Moin, und da sind wir wieder, Battle Chasers Night War. Für die Switch. Versuchen runterzukommen zum Ausrufezeichen, um unsere nächste, um die Quest weiterzukommen. Wir werden natürlich jetzt ein paar Gegner haben, die uns nicht in Ruhe lassen können. So wie das Skelett. So, die gehen alle ein bisschen höher hier. Muss mal gucken, was wir hier auf die Kill kriegen, ohne so viel Schaden davon zu tragen. So. Okay, jetzt kriegen wir das nicht ab. 191. Okay. Mehr erwartet. Gut. War jetzt nicht so schwer. Wir müssen uns auch erstmal anpassen. Wir liegen ja alle ein bisschen unter den Level der Gegner gerade. 13, 14, 15. Monika ist die, die noch am dichtesten dran ist. Das macht nichts. Überall Gegner, ne? Gut, wir haben hier schon erschlossen da hinten. Da können wir einfach nochmal hin. Greifen wir erstmal den hier an. Ach, ich dachte, wir können uns vorbeischleichen, aber nein. Na komm her, du Monster. Okay, ein Totengräber. Was hat er denn da für eine Taktik drin? Ich kann gar nicht sehen, was er da hat, ne? Okay, was haben wir jetzt für neue Superkräfte hier überhaupt? Trifft alle Feinde. Für jeden von ihnen 204. Okay. Haben wir noch nicht ausgebaut. Gucken wir mal, wie viel Schaden der nimmt, wenn ich jetzt mache. Okay. Okay, er ist verschwunden. Das ist natürlich scheiße. Super, das Ding, wenn wir aus dem Verschwunden halt rausholen. Okay, den haben wir jetzt auf jeden Fall gekillt. Das war jetzt nicht zu schwierig. Sehr gut. Braucht auch noch ein bisschen, bis die aufsteigen. Sind jetzt alles kleine Gegner nur, macht ja auch nichts. Das Luftschiff ist irgendwo unterwegs, aber sieht uns das gerade nicht. Und da ist es egal. Da sollen wir hin. Perfekt, wir sollen noch kurz diese Pilze. Ich war sicher, ich würde euch nicht wiedersehen. So, das ist unser Auftragsgeber von dem Dungeon. Er sagte ja, wir sollten, um in die Anderswelt bzw. die Totenwelt umzusteigen, brauchten wir natürlich ein Artefakt. Gefunden. Reden wir mit ihm. Ist das Überraschung oder Enttäuschung, was ich da höre? Erleichterung. Destra ist hier, in Totenwacht. Der widerliche Gestank ihrer Zauberei ist unverkennbar. Bevor wir noch einen Schritt machen, wirst du uns mehr über sie erzählen. Ich erzähle, was ich kann. Destra war eine Agentin in Verus Armee, eine ihm sehr nahe Heerführerin, eine seiner mächtigsten. Verus? Der Magier, der zum Vampir wurde? Ja. Den Namen habe ich lange nicht mehr gehört. Ein ziemliches Ungeheuer. Aber seine Herrschaft endete vor Jahren. Eines Tages war er einfach verschwunden. Verschwunden? Nein. Die Bedrohung durch ihn ist immer noch sehr real. Wir glauben, dass er sich nur versteckt. Wir? Mein Orden macht seit Generationen auf Verus und seinesgleichen Jagd. Mein Großvater hat Verus zuerst getötet, ebenso wie mein Vater vor mir. Es ist schon fast eine Familientradition. Dann ist Verus unsterblich. Ganz genau. Oder er war es. Nach allem, was ich weiß, ist klar, dass seine Kräfte geschwunden sind. Wenn ich recht habe, können wir Verus endgültig vernichten. Und du glaubst, Destra weiß, wo er ist? Ja, aber ihre Armee wächst mit jedem Moment, den wir zaudern. Wir müssen uns beeilen. Dann los. Sie muss sich für einiges verantworten. Hey, Alumen, Werk Geisterwesen, scheint mir den Gedanken ganz woanders zu sein. Stell eure Fragen, wenn ihr müsst. Ich kann hier nicht mehr lange warten. Wer bist du? Eine bessere Frage ist, was machst du hier? Ich bin ein Mitglied mehr oder weniger des Ordens. Unsere Pflicht besteht darin, wachsam gegenüber Bedrohung des Dunkels zu sein, die es auf der Welt gibt.
Destra ist eine dieser Bedrohungen. Sie war eine enge Vertraute von Verus, der einst über diese Insel und viele Länder sehen, dass der Meere herrschte. Seine Niederlage führte auch zu ihrem Fall, doch sie ist kürzlich wieder aufgetaucht. Ich bin hier seit einigen Monaten auf der Spur. Sie ist in der Nähe, das kann ich spüren. Was will denn die? Okay, ist egal. Alumon hat sich der Gruppe angeschlossen. Na, bin mal gespannt. Ach so, jetzt muss ich einen rauswerfen hier. Das ist natürlich blöd. Schade, schade, schade. Wen wollen wir denn nicht dabei haben mehr? Was kann denn der Gute überhaupt? Okay, der hat arsch viel Lebenskraft. Aber was ist er denn? Angriffsstärke 600. Nehmen wir den Heiler mit oder lassen wir sie raus? Oh, wir nehmen sie raus und nehmen ihn mit. Einmal Scully aussetzen, damit wir so ein bisschen. Ja. Ein bisschen was im Repertoire haben, was auch mal ein bisschen anders nach hinten losgehen kann, vielleicht. So. Moment, jetzt gehen wir hier mal rein. Gucken, ob sie wirklich hier Totenwache ist. Okay, es ist ein Dungeon. Den werden wir natürlich auf normal betreten. Das andere lohnt sich nicht. Nämlich alles immer so ein bisschen an früher in World of Warcraft. Oder? Zwischen Grabigen. Im Gasthof von Harmsee kannst du etwas zu essen kaufen. Essen kann außerhalb der Schlacht genutzt werden, um eine Stärkung für die nächsten paar Schlachten zu erhalten. Es kann nur eine Stärkung durch Essen aktiv sein. Und das habe ich gemerkt, weil ich ja ganz viele hintereinander abgeschlossen habe und gemerkt habe, nur der letzte war aktiv. Ärgerlich. Weiß ich aber fürs nächste Mal. Wäre cool, wenn es mehrere Buffs aufeinander geben würde. Aber nein. Egal. So, Totenwacht. Ich bin gespannt. Ein großer Dungeon. Wird wahrscheinlich über ein paar Folgen laufen. Okay, die Musik ging an. Das Spiel startet. Der Energiepegel geht hoch. Adrenalin steigt. Was für Gegner werde ich hier erwarten? Reicht es überhaupt mit meinem Level? Bin gespannt. I'm so excited. I just can't hide it. I know. I want to. So, zieht eine Belohnung nach sich, die im Bereich. Ah, okay. Gut, gut zu wissen. So, wir sind da. Wir gehen noch mit Fähigkeiten an. Wir müssen uns kurz mal angucken, was er für Fähigkeiten hat. So, Talente. Das hat einen Lebensentzug. Verschießt ein langsames Projektil, das die Feinde durchfliegt, ihnen Schaden zufügt und die Gruppe heilt. Okay. Hinterlässt eine Spur aus Dunkel hinter Alamon, die seine Bewegungsgeschwindigkeit steigert. Fügt allen Feinden, die darauf treten, Schaden zu. Okay, ist auch nicht verkehrt. So, wir den Vorteilspunkt auf immer verteilen. 34 haben wir, also. Steigert man. Klingenschild. Nachdem man beim Wirken getroffen wurde, wird im Graben bei jedem Treffer okay. Höhere Gesamtabwehr. Schattenpeitsche 2. Steigern Schadenstand um 30. Den nehmen wir mit. Höhere Angriffsstärke 2. Höhere Crit-Treffer nicht. Crit-Treffer heilen beim am schwersten Wunden. Das ist super. Und was kann man bei Blut machen? Okay, jetzt müssen wir auch. So. Erstmal. Los geht's. Was mal hier um. Da geht's runter. Totenwacht. Ja, begräbten Städte für hunderte von Verus treuesten Soldaten. Es ist kein Wunder, dass Destra hier ist und versucht, die Toten wiederzuerwecken. Deswegen ist Destra mit der Klinge hier. Um Soldaten aus Verus Armee wiederzuerwecken? Das glaube ich. Aber es gibt noch einen Weg, es herauszufinden. Runter. Heute könnte ein Glückstag sein. Ja, was hast du gemacht? Aber, ja. Ja, wir sind aber.
das überhaupt schaffen, das hier? Das war's nicht. Was hat er in der Schattenpeitsche? Eine Aktion, okay. Was hat er noch so? Fügt 263 Schaden zu und heilt einen Verbündeten, der den größten Schaden erlitten hat. Ah, das brauchen wir jetzt noch nicht. Fügt 110 Damage-Schaden zu, entfernt eine Stärkung von einem Feind und überlegt ihn mit Arkane Krankheit, das drei Runden lang seine erlittenen magischen Schaden um 20% steigert. Siehst du, fügt, wenn das Ziel unter der Feindung in Flammen steht, dann knapp ein garantierter Crit. Okay. Dafür Superkräfte. Blutrausch und steht jedem 219 und heilt damit bei allen, wenn man niemals. Ah, das ist natürlich geil, das machen wir jetzt mal nicht. Was wir versuchen mal diesen. Das war so mal. So, jetzt bin ich mal gespannt, was die für Schaden machen. Okay. Okay, haut mal noch gut rein. Aber das macht nichts. Denn hört jetzt nicht auf. Ah, jetzt wird schon schwieriger, das Spiel. Man kann natürlich noch ein bisschen hochspielen. Man hätte halt was anderes machen können, dass ich noch zwei, drei andere Sachen besuche. Wir gucken mal, wie wir vorankommen. Wenn ich merke, dass der Dungeon zu schwer wird, muss ich es durchlassen. Ich habe einen Schattenkrieger natürlich gesehen. Ich habe der Totengräber. Kurz ein bisschen. Heieiei. Das war nicht schlecht. Da hat reingeklotzt, das Ding. So. Großer Heilungsflakon, okay. Was ist hier? Hierbei scheint es sich um ein hingerissenes Element zu handeln. Ich weiß nicht, wie lange ich noch habe. Meine geliebte Frau Karin hinterlasse ich sehr wenig, da ich nur wenig anzubieten habe. Bitte akzeptiere das Zeugnis meiner Liebe. Es ist nicht viel, ich weiß. Jemand möge sich bitte um meinen alten Hund Corella kümmern. Ihr Fell mag grau und verblichen sein, aber sie war immer zuverlässig, wenn auch nicht sehr sauber. Hätte sie öfter waschen sollen. Meinen Kindern hinterlasse ich, was sie verdienen. Alles, was ich habe, was nichts ist. Seine Kinder ja gerne. So, Gegner. Aber geöffnet. Verbraucht ein Herz des Dunkels. Mein näherer Betrachter erweist sich dieser Gefolge als ein noch elfenbeingefährlich mit magischen Schutzvorrichtungen hier. Hohe Gewalt werden ihn so wenig öffnen wie ein Satz Dietrich hier. Jemand hat etwas darin eingesperrt und wollte nicht, dass es je wieder rauskommt. Okay, wir haben noch kein Herz des Verdunkels, deswegen können wir noch nichts machen. Gehen wir hier erstmal weiter. Und da sind wir hergekommen. Öffnen wir die nächste Tür. Oh. Das ist ein bisschen Schaden, wenn über mein Dings überläuft, aber das war aber nichts. Vielleicht ein paar Zielübungen. Langsam und schwächig. Er ist verstohlen, okay. Schattenwahl, da können wir natürlich unsere. Irgendwas, wo wir herauslocken können? Nee. Und geht dann einfach mit. So, wir machen es anders. Wir machen einen Schattenwall um mich. Aber damit er sich nicht angreifen kann, richtig? Das machen wir bei allen Leuten jetzt.
erst angreifen. Das macht nichts. Du musst einen Ausweich natürlich. So, dann komm mal ran da. Leißelot Wolf. Okay, wirklich ausgewichen ist sie nicht. Verstohlen die Sache. Brauche ich überhaupt nicht, ne? Dunkler Onyx-Ring. Wir gucken mal nach, was er uns bringt. Ah, Mist. Okay, 2. Da müssen wir natürlich ein bisschen andere Register jetzt aufziehen. Okay. Was war das andere Ring? Gangerstelle von allen Helden haben. Hat mir nicht so viel gebracht. Gott sei Dank. Tot. So, entflammt es auch noch. Schlecht. Ein netter kleiner Kampf. Wenn man so ein bisschen die Fähigkeiten untereinander ausspielt, dann kommt man ganz gut voran, merke ich gerade. Aber man muss auch so ein bisschen sich reinfuchsen, ne? Das merke ich auch die ganze Zeit. So, ob hier noch mehr Gegner sind. Ah! Na gut, oh, das ist ein Nachtjäger. Easy, würde ich sagen. Easy. So, Kalibat ist aufgestiegen. Vorteilspunkte. Vorteil befestigen erschlossen. Vorteil Bauchtreffer 2 erschlossen. Vorteil heilende Berührung 2 erschlossen. Sehr gut. Noch einen Zahn erwischt. Da liegt noch was. Bewegen. Niemand kriegt irgendwas. Ich habe voll ausgegeben. Eigentlich habe ich das schon. Verpisst euch. Okay. Irgendwas? Ich dachte, das wäre jetzt irgendwas.
irgendwie sind Feinde in der Nähe. Wir müssen mal gucken, ob wir noch irgendwo ein paar Feinde killen können. Ob wir das Ding anmachen können. Also die Türen hier oder die Treppe da hoch. Nochmal. Ne, hier geht's nur raus. Hier gibt's keine Feinde. Raus wollen wir nicht. Dann müssen wir die Tür öffnen. Ob da ein Feind ist. Sonderbare Weise scheint ja am wenigsten diese Objekte des Glücks positiv zu beeinflussen. Achso, okay. Ja, aber hier sind kein Gegner gewesen, ne? Ist hier noch irgendwo ein Gegner rumlaufen, den ich nicht entdeckt habe? Hier haben wir alle Gegner. Okay, da können wir nichts mehr nachgucken. Hier haben wir doch alle Gegner, da bin ich jetzt verkehrt. Da kommen wir raus, da können wir nicht rein. Eigentlich müsste das doch, wenn keine Feinde in der Nähe sind, müsste man es doch aktivieren können. Und wo ist denn hier ein Feind? Bin ich nicht über längst gegangen gerade? Scheint nicht. Noch einen anderen Weg, ne? Haben doch alle erwischt. So, das ist von der anderen Seite, okay. Das wundert mich jetzt gerade. Haben wir hier alle Wege ab? Ich denke, wir haben jeden gekillt hier. Wir können mal hier hochgehen. Können wir hier mal hoch? Wieso haben wir gerade Leben verloren? Mal rein. So. Würde ich gerne wissen, warum ich das da nicht Objekt da nicht aktivieren kann. Okay. Ein Feind in der Nähe. Da müssen wir vielleicht noch mehr killen. Ich weiß es nicht. Probieren wir es. Gut, gehen wir raus. Ach, da schwenken wir Blitze ein. Deswegen. Ich wurde gerade eben echt direkt vom Blitz getroffen. Weil ich in der Nähe war. Dann wird es mit Geduld und Sorgfalt fasst. Ich, Stevas, mein bester geistiger Sohn, erkläre folgendes. Meine Sammlung militärischer Tapferkeitsmedaillen geht zu gleichen Teilen an meine Kinder. Das Familienschwert Deutsch bekommt meine älteste Tochter Evangeli. Meine Rüstung erhält mein Sohn Wagen. Mein gesamtes Vermögen und meine Ländereien vermache ich meiner Frau Lisa. Und meine Spielzeugsammlung soll mit mir begraben werden. Niemand sollte sie anrühren. Wohl schon gut. Begrabe sie jetzt selbst zur sicheren Verwahrung. Dies verfüge ich. Stevas Marauder. Okay. Falsche Richtung. Okay. Schön, wir ziehen es durch. Was machen wir? So, jetzt geht's ab. Was hat die denn gemacht, die blöde Fährmaus? Na warte. Uiuiuiui. Den müssen wir gleich killen, weil sonst sind wir gleich gekillt. So, die Fledermaus muss auch noch gekillt werden. Dumm. Aber vielleicht entflammt sie nochmal und stirbt. Ah, nein, sie stirbt nicht. Okay, das macht doch nichts. Dann kann ich ja einmal hier. Jetzt machen wir mal. Und hier machen wir kurz mal. Sehr gut. Oh.
So weit sind wir nicht gekommen. Hoffen wir, dass wir beim nächsten Mal weiterkommen. Aber gute Vorbereitung muss sein. Wir schauen mal kurz noch mal ins Inventar. Diesen Ring kann fast jeder gebrauchen. Wir geben den aber... Die Crit-Chance sollte schon da bleiben, ne? Calibretto können wir geben. Perfekt. So, Calibretto müssen wir auch mal hingehen, denn der kann uns mal kurz heilen, ne? Perfekt. Ja, danke schön fürs Zuschauen, junge Leute, alte Leute und alle Leute. Denn wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.